Es war ein riesen Geschrei auf der Straße und Feuer, Feuer. Und das war es dann eigentlich. Ich bin dann, habe mich angezogen, bin auf die Straße und habe quasi das Feuer beim Nachbarhaus gesehen. Irgendwie ein Schock. Also man denkt ja immer selber. Also das erlebt man nicht selber, aber so im ersten Moment war schon ein ziemlicher Schock gewesen. Ja. Unser Haus wurde evakuiert und ja, seitdem stehe ich praktisch hier auf der Straße, ja, mehr oder weniger. Ich habe bloß das Dachgeschoss, dass da die Flamme rausgedrückt haben, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja. Wir sind hier in der unteren Beudau in Esslingen. Die Feuerwehr wurde gegen 5 Uhr zu einem Brand an einem Gebäude in der unteren Beudau alarmiert. Beim Eintreffen griff das Feuer von einer Außenkonstruktion über aufs Dachgeschoss. Das Dachgeschoss selber ist insgesamt vom Brand betroffen. Die Lage konnte stabilisiert werden auf dieses Gebäude. Es handelt sich hier um eine relativ verwinkelte Bauweise in der Beutauer Vorstadt. Und trotzdem ging es durch den massiven Einsatz von 2 Drehladern, mehreren handgeführten Löschrohren, dass das Feuer auf das initial betroffene Gebäude begrenzt bleibt. Ja gut, aufgrund der engen Bebauung und der fallenden Dachziegel konnten Teile der Straße eben nicht als Aufstellfläche genutzt werden. Im Moment haben wir das Thema, dass auf den Dachständern, über die hier in diesem Bereich noch der Strom kommt, dass da der Dachständer am Brandgebäude selber beschädigt ist und dass der Strom abgestellt werden muss. Das läuft derzeit noch. Zu Brandbeginn haben sich einige Bewohner im Gebäude aufgehalten. Die wurden von den erst eintreffenden Kräften ins Freie verbracht oder konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Es wurden 4 Personen mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst behandelt. Es laufen jetzt weiter die Nachlöscharbeiten, vor allem im Bereich der Traufe, im Bereich der unteren Beudau. Hier sind noch einige Glutnester vorhanden, die nach und nach abgelöscht werden. Ansonsten werden wir die Kräfte Stück für Stück reduzieren. Es wird sicher Brandnachkontrollen geben und der Einsatz wird sich noch bis in die Nachmittagsstunden ziehen. Wir sind derzeit 70 Feuerwehrkräfte mit 15 Fahrzeugen im Einsatz, Rettungsdienst ebenfalls mit starken Kräften. Derzeit noch ein Rettungswagen zum Selbstschutz der eingesetzten Feuerwehrkräfte. Ein weiterer Schwerpunkt im Moment ist das Thema Kulturgutschutz. Das heißt, hier handelt es sich hauptsächlich um Fachwerkgebäude in der Beudauer Vorstadt, um denkmalgeschützte Gebäude. Und Schwerpunkt unsererseits ist jetzt eben drauf, keinen weiteren Schaden durch Löschwasser zu produzieren. Das heißt, parallel gehen wir mit Wassersauger und Tauchpumpen vor, um hier auch die Last an den Decken zu reduzieren, um das Gebäude möglichst weitgehend zu erhalten. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber das ist zwischen 1400 und 1600 ist die Beudauer Vorstadt im Wesentlichen entstanden. Es handelt sich hier um ein zusammenhängendes Gebiet einer Vorstadt der Stadt Esslingen damals, die also als eigenständiges Gebiet auch vollständig erhalten blieb im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, hohes Interesse daran, dieses eben auch so weiterhin zu erhalten. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wir haben auch Kontakt bereits jetzt mit dem Baurechtsamt, Thema Denkmalschutz, dass wir hier gucken, was eben hier zu berücksichtigen ist beim Thema Kulturgutschutz.